Im sogenannten 2. Mai- oder Marktplatzprozess am Mannheimer Landgericht wurde am Freitag, 1. März 2024, ein Urteil gesprochen. Die Anklage richtete sich gegen zwei Polizisten, die einen Einsatz mit tödlichem Ausgang im Jahr 2022 zu verantworten hatten. Ein Psychiatriepatient, der nicht freiwillig zurück in die Klinik wollte, wurde bei seiner Flucht zum Marktplatz von den Polizisten mit Pfefferspray besprüht, geschlagen und auf dem Boden fixiert, bis er starb. Die Anklage gegen einen Polizisten lautete Körperverletzung im Amt mit Todesfolge. Für den anderen stand der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung im Raum. Wie bei den vergangenen Prozesstagen war auch zur Urteilsverkündung das öffentliche Interesse sehr groß. Viele Unterstützerinnen der Polizisten, aber auch viele Kritikerinnen von Polizeigewalt saßen im Publikum. Die Kammer um Richter Gerd Rackwitz sprach in ihrem Urteil einen Polizisten schuldig wegen Körperverletzung. Eine Verantwortung für die Todesfolge könne ihm nicht nachgewiesen werden. Der zweite Polizist wurde freigesprochen. Die Nebenklage der Familie des Getöteten und die Initiative gegen Polizeigewalt kritisierten das Urteil scharf. Ja, das Urteil ist eine Diskriminierung von psychisch kranken Menschen. Und dieses Urteil ist für uns nicht hinnehmbar, weil ein Mensch, der vorher gesund war, durch die Polizeihandlung schlussendlich verstorben ist. Ein schuldlos handelnder Mensch, der einfach nur versucht hat, aus dieser Polizeihandlung wegzukommen, der in Ruhe und allein gelassen werden möchte und schlussendlich gestorben ist. Und wir werden gegen dieses Urteil Revision einlegen und schauen, was ein anderes Gericht zu diesen Vorfällen und zu diesem Gesamtgeschehen sagen wird. Wie geht es Ihnen jetzt nach den Urteilsverkündungen? Ich bin erschüttert über dieses Urteil. Aus meiner Sicht, ja, werden hier weitere Todesopfer bereitet. Ein Mensch mit diesem Gewaltpotenzial geht zurück in den Polizeidienst. Müssen jetzt alle psychisch erkrankten Menschen Angst haben, Angst in eine Krise zu geraten und die Polizei rufen zu müssen. Das ist für mich ein fatales Signal, was hier gesendet wird. Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen und in Revision gehen. Das ist aus unserer Sicht kein gerechtes Urteil. Mein Bruder kommt nicht mehr zurück. Aber ich denke, man muss auch andere psychisch erkrankte Menschen schützen. Und das, was heute hier passiert ist, ist nicht der richtige Weg, um psychisch erkrankte Menschen zu schützen in unserer Gesellschaft. Welche Wege wählt man, weil natürlich so eine Prozessbegleitung auch unglaublich viel Ressourcen kostet und natürlich auch der juristische Weg wieder Kosten für die Familie bedeutet. Es ist trotzdem, wir halten es trotzdem für wichtig, diesen Weg zu unterstützen. Die Nebenklage hat schon angekündigt, dass sie in Revision gehen wird. Das Geld, was dafür nötig ist, versuchen wir mit einer Spendenkampagne gerade zusammenzukriegen oder ab jetzt zusammenzukriegen. Also spendet gerne jetzt sofort. Und ansonsten machen wir das, was wir auch schon die ganze Zeit gemacht haben. Wir versuchen, die Angehörigen zu unterstützen bei allem, was sie brauchen und ihre Anliegen immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen. Polizeigewalt gibt es immer wieder Betroffene und Unterstützerinnen, die sich dagegen wehren, zusammentun, sich organisieren. Und auf deren Arbeit beruht auch unsere Arbeit. Und wir versuchen, die quasi weiterzuführen. Wir konnten jetzt unser Wissen aktualisieren über, wie Gerichtsverfahren gegen Polizisten geführt werden aktuell. Wir konnten einige Strategien ausmachen, die zum Beispiel klassisch die Täter-Opfer-Umkehr, die hier stattgefunden hat. Und ich glaube auch in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür nicht unbedingt schaffen, weil es ist schon da, aber verstärken, dass wir ein Problem haben mit Polizisten, die eben nicht für unsere Sicherheit sorgen, sondern Menschenleben gefährden in dieser Stadt. Also ich war eine gute Bekannte von Ante. Er war ein Kollege von mir und ich fühle mich jetzt natürlich nach dem Urteil beschissen. Ich finde es zum Kotzen. Ich habe so viel gehört über Strafrecht und Polizeirecht und angebrachte Schläge, die toleriert werden. Aber ich habe nichts gehört von Menschenrechten. Ich habe auch nichts gehört von Ante, außer im Statement von der Mutter, im Plädoyer von der Mutter. Der ganze Prozess war für mich eine Farce, der Ausgang vorhersehbar. Und trotzdem sind wir alle geknickt und sehr traurig. Ich glaube weiterhin an Gerechtigkeit und an Freigeister, die solche schaffen können. Wir werden weitermachen als Initiative, auf jeden Fall. Die Toten gedenken und nicht vergessen. Am 15.03. findet der internationale Tag gegen Polizeigewalt statt, in mehreren deutschen Großstädten, auch in Mannheim. Und kommt, unterstützt uns, kommt vorbei. Es wird ein
buntes Programm geboten. Wir haben viel vorbereitet an Aktionen und lasst uns sehen, dass wir mehr sind, dass mehr Leute an Gerechtigkeit glauben.